Hier sollte man dann vielleicht auch mal stopfen. So, das geht hier lang und hier müssen wir wieder eins rein. So, ich bin mal gespannt, wie lange es denn dauern mag, bis wir die 200 knacken. Klar, jetzt werde ich so ein klein wenig größenwahnsinnig. Jetzt haben wir die 100 gerade mal so geknackt nach über einem Jahr, ne? Ich meine, andere, die haben dafür vielleicht ein paar Stunden gebraucht. Aber ich weiß nicht. Bin ja jetzt auch nicht hier so abogeil, dass ich sage, abonniert mich, bitte, nur mich abonnieren, bitte, mach jetzt. Bin ich ich. Weil dann würde das hier auch kein Spaß sein. So, warte, lass mich jetzt mal schickidi-schick-schick. Wo bist du? Komm raus! Ich sollte pennen gehen. Hallo? Hallo? Drei Knochenmänner, sie haben mich noch nicht gesehen. Gute Nacht. Guten Morgen, brennt ihr Schweine? Oh. Wie, der versteckt sich da in der Kuhle. Tja. So, sehr schön. Her mit den Pfeilen, her mit den Bögen, her mit XP und her mit den Knochen. Gebt es mir, alles zu mir, so. Na super. Das waren, glaube ich, nicht unsere Schritte. Ich gehe dann mal. Unseren Garten hier müssen wir auch noch irgendwann anpflanzen. Und mal gucken, was wir da sonst noch so alles reinbauen. Was wollte ich denn jetzt? Wollte ich jetzt erstmal, genau, Inventar ausleeren? Hoch da. Inventar ein wenig ausleeren und Sandstein brauchen wir hier. Ist die Frage, ob wir auch noch ein bisschen von diesem glatten Sandstein hier mitnehmen. Ach, nehmen wir einfach mal mit. Glatten Sandstein und dann schauen wir mal, vielleicht nehmen wir auch noch gemeißelten Sandstein mit. Irgendwie konnten wir uns den doch herstellen. Wie schaut's denn hier aus? Hier schaut's gut aus. So, Steinziegel, Steinziegel, Steinziegel. Das sind auch Steinziegel. Das sind alles Cobble. Nee. So. Füllen wir gleich mal nach. Einmal können wir noch. So, dann bauen wir uns nämlich da gleich mal Steinziegel wieder draus. Aus dem fertigen Stein. Na komm. Oh Mist, wir müssen uns einmal. Nee, müssen wir nicht. Haben passend. Das ist schön. So, warte. Dann machen wir uns nämlich hier dann auch mal gleich Treppen draus, weil Treppen werden wir, denke ich mal, auch noch brauchen. Jede Menge. So, und. So. Und die hauen wir jetzt auch noch rein. So. Zack, zwei Stacks. Sollte erstmal genügen für den Anfang. So, und da machen wir uns dann auch noch Stufen draus, damit wir da auch noch ein paar Auflage haben. Sechs Stacks. So. Denn wir haben viel vor. Also ich habe viel vor. Ihr werdet ja sehen, so nach und nach, was sich denn hier so rausentwickelt. Ich vergesse immer, oh, dass wir da schon eine dritte Box für angefangen haben. So, den ganzen Mumpitz, den behalten wir vorerst mal im Inventar und dann gehen wir einmal Sandstein. Davon nehmen wir mal ein paar mit. Das sind alles glatte. Komm, die nehmen wir auch mal mit. Und den Rest machen wir hier mit Sandstein. So, ich hoffe, das genügt. Glatter Sandstein. Ach so, und natürlich Kies. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir unsere Kiesgerüste bauen. Mal gucken, wird schon irgendwie schief gehen. So, und Möhrchentime. Nom, 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 nom. Jo, jetzt wird das langsam kompliziert mit dem Abgang hier. So, dann würde ich sagen, fangen wir erstmal an hier mit Kies. Den Bogen, den brauchen wir momentan nicht. Bauen wir uns mal ein Stückchen hoch. Gut. Nein!
Nein! Na egal. Den Wassereimer weg und... Nee, das glatte... Normalen Sandstein bitte, danke. Machen wir erstmal zwei. Komm ich da auch noch hin? Na komm. Jawohl. Zwei, drei. Mach mal drei. So, und ihr werdet gleich hoffentlich erkennen, was ich denn hier vorhabe. Ich meine, hier in den Ecken... Ne, komm, das lassen wir mal so. Und so. So, jetzt der Sandstein. Das heißt, wenn ich einen solchen habe, dann geht das hier, hier... Jetzt brauche ich mal fix ein klein wenig Unterstützung. So, so und so. WTF. Habt ihr es auch gehört? Also die Geräusche sind krass. Gefällt mir. So. Aber eigentlich... Nee, warte, das gucke ich mir dann erstmal von unten an, wie es denn so aussieht. Wenn er dann hier... Nee. So nicht. So nicht! Das machen wir dann, glaube ich, eher zum Schluss hin. Sandstein. Wenn ich weiß, wie es denn so ungefähr aussieht. Aber mich würde jetzt trotzdem interessieren, was da gerade so garstig gelacht hat. Das war ja echt nicht schön. So, hier, nächster, aufwärts. Vier, nochmal einer, fünf sollten genügen. Oder? Jawohl. So, aber dann bauen wir jetzt hier schön gemütlich erstmal das Zeug nach unten. Ich bin echt gespannt, wie das dann aussieht. Beziehungsweise, ob das überhaupt so klappt, wie ich mir das vorstelle. Das ist ja das Nächste. Wir werden sehen. Ihr genauso wie ich. Auf jeden Fall unsere schöne Bücherei da oben, die muss jetzt dann langsam weichen. Also heißt das, wir müssten langsam mal damit anfangen, unsere andere Bücherei zu bauen. Also quasi die, was wir oben hingemacht haben. Oder hinmachen wollen. So, nächstes. Oh. Ja, ich sag mal, ist nicht verkehrt, dass ich hier gleich so viel Sandstein mitgenommen habe. Ich bin gerade noch ein bisschen unentschlossen. Und zwar richtig unentschlossen. Okay, warte mal. Wir machen das mal erstmal bis auf die Höhe. Warte mal, dann... Ja doch, auf die Höhe. Denn ich habe noch etwas vor. Da muss ich gucken, ob das so funktioniert. Wow, 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 das ist ein gewagtes Unternehmen. Aber wir bauen es jetzt erstmal bis hier unten hin. Gucken wir mal von oben, wie es dann aussieht. Ja, würde ich sagen, für den Anfang ist das schon mal gar kein schlechter Plan. Ach ja. Boah, ich habe mir jetzt mal hier StarMade angeguckt. Wurde mir empfohlen von... Ich glaube, Pat W. war das, der mir das empfohlen hat. Und dann habe ich mir mal den Trailer zu angeguckt und dann musste ich mir das gleich mal runterladen. Weil momentan darf man das wohl komplett runterladen und spielen, quasi für umsonst gratis und so. So, jetzt kommen wir dann aber hier nicht mehr lang. Das heißt, das hier kommt schon mal weg. Der auch noch. Und ja, dann habe ich mir das mal ein bisschen angeguckt. Und ich sag mal, für den Anfang ist es, ja, ist es durchaus komplex. Aber für den Anfang, ich weiß nicht, da bin ich noch so ein bisschen, ein klein wenig unentschlossen. Ob ich es mir denn kaufen würde. Aber vom Prinzip her, schon mal recht geil. Aber ich wollte jetzt dann mal abwarten, was denn hier mit Space Engineer und Starforge, was da alles wird.
Und was war das andere? Star Citizen, glaube ich, war das. Was aus dem noch wird. War das das? Oh Gott. Ich habe mir so viele Space-Simulatoren mal angeguckt. Und da gibt es echt ein paar richtig krasse Dinger. Wo ich mir so denke, Respekt. Geil, brauste. Aber naja. Ich weiß nicht, momentan bin ich eh so ein bisschen... Warte mal, eins. Shit. Nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben. Okay, sieben, das ist schon mal halbwegs vernünftig, weil wir eine ungerade Zahl haben. Dann haben wir hier schon mal zumindest, ich sag mal, die Höhe so halbwegs abgesteckt für den ersten Gang, also für den ersten Streich. Oh. So, jetzt kommt hier wieder... Nee, da muss ich noch eins höher. Und hüpf. So, jetzt nochmal. Jawohl. So soll das. So, Sandstein hier. Ja, gemeißelter Sandstein, das war jetzt gerade vorhin nur so ein Gedanke, dass ich den designtechnisch vielleicht noch mit einbringe, aber erstmal gucken, wie es denn designtechnisch jetzt überhaupt rüberkommt. Kann ja sein, wir stehen jetzt dann oben und denken uns, ne, gibt's ja alles. So, jetzt haben wir zumindest schon mal das. Dann gehe ich jetzt mal nach außen, zieh mir das mal rein. Oh, und ich gehe natürlich ins Bett. Gute Nacht. Guten Morgen. Ich dachte schon, ein Creeper. Ein kleines Creeperlein. So, und hier können wir ja dann in der Theorie dann auch schon dicht machen. Nö, können wir nicht, weil wir nichts da haben. Hier vielleicht noch eine Fackel mit reingeschmissen und hier noch und dann ist das gut. Dann kommst du quasi hier runter, dann hast du hier eine kleine Plattform. Da müssen wir dann natürlich auch noch ein bisschen und dann kann es hier, denke ich mal, ab hier so, noch ein bisschen weiter runter gehen. Oh. Und ich glaube, dafür machen wir uns dann ein bisschen anderes Werkzeug, beziehungsweise könnten wir mit der Effizienz mal hier im Groben durchgehen. Weil dann kommt das so und dann wird das auch nochmal... verbreitert um zwei, hätte ich das noch ganz gerne. Da kommst du hier, wenn du zwei verbreiterst, dann hast du hier die Wand. Kommst du runter, ja, würde ich sagen. Weil hier soll ja auch noch was entstehen. Das ist jetzt quasi, das sieht ja komisch aus, quasi ein bisschen komisch zum Erklären, aber ihr seht es dann quasi gleich, wenn ich das hinzimmer. Haben wir garstige Monster hier? Nein. Da lang. Oh, ich... nee. Jetzt müssen wir natürlich außenrum, Freunde. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und zwar überhaupt gar keinen. Jetzt haben wir es uns verbaut. Aber macht ja nichts. Achso, ich kann ja mal hier so vom Silent Hill Pack mal schnell etwas zeigen. Und zwar eine kleine Kuh. Ja, Wolfman, dich haben wir schon gesehen. Dich brauchen wir nicht nochmal zeigen. Aber die Kühe, ich fand die so lustig. So... Blut verschmiert und so, weil ich mir gedacht, yay, cool. Und die Hühner, die kann ich auch mal zeigen. Ich weiß nicht, wie man es auf YouTube sieht. Ich meine, klar, ich habe mir hier diese Elgato geholt, aber das funktioniert noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. So, warte. Hier so Hühnchen mit offenem Rückgrat, weißt du? Hühnchen. Und hier die Kühe. Blut aus der Nase, Blut an den Beinen. Bisschen die Rippen zu sehen. Fand ich herzallerliebst. Ja, Schaf mit blutendem Auge. Und natürlich unsere Henrys. Nein, unsere Rangos. Die Henrys sind im Dschungel. Dass ich das aber auch immer verwechsel. Achso, und natürlich Schattenfell. Unser Schattenfell. Ja...